Wie schön, sie sind alle so gut befreundet. Sie tanzen und singen und haben so viel Spaß zusammen. Den hatte ich auch, bevor mich Ludmilla verhext hat vor Neid. Diese ganze gute Laune kann doch kein Mensch ertragen. Diese ganze Liebe, dieser ganze Spaß, diese ganze Freundschaft kann doch kein Mensch ausstehen. Wer braucht schon Freunde? Dagegen muss ich unbedingt etwas unternehmen. Also ich esse meinen Honig viel lieber alleine, anstatt ihn mit meinen Freunden zu teilen. Das ist doch besser so, du stinkiger Bär. Hey, Seepferdchen! Was willst du, du Vogel? Deine Silberschuppen sind überhaupt nicht schön. Meine bunten Federn sind viel schöner. Tö, eingebildeter Vogel. Hey, Krabbe, deine Hände sind viel zu scharf. Ich würde nie mit dir kuscheln. Geh weg, du Fisch, das ist mein Platz hier. Blub, blub. Ja, hier allein im Schiff ist es viel schöner. Ich möchte ja nicht mit den anderen spielen. Geh mir aus den Augen mit deinen komischen schwarz-weißen Streifen. Oh Löwe, du brüllst doch eh nur rum. Und übrigens, ist dir schon mal aufgefallen, dass du voll eingebildet bist? Dich brauchst doch kein Tier. Ich bin der König der Tiere. Und wenn du nicht auf mich hörst, dann fresse ich dich. Sei froh, dass ich keinen Hunger habe. Was haben die alle? Wieso sind die nur so gemein zueinander? Da steckt bestimmt Ludmilla hinter. Ludmilla, habe ich mir doch gedacht, dass du dahinter steckst. Was? Du? Ludmilla, erinnere dich doch mal an unsere Zeit, als wir noch befreundet waren. Das alles ist schon so lange her und du interessierst dich doch sowieso nur für deine Haarbänder und um dein tolles Aussehen. Das habe ich nicht gewusst. Es war nie meine Absicht. Gern hätte ich mit dir geteilt. In einer Freundschaft sollte man über alles reden können. Du fehlst mir. Wenn ich ganz ehrlich bin, du fehlst mir auch ein bisschen. Bitte verwandle die Kinder wieder zurück. Freundschaft ist schöner als verstritten zu sein. Ich glaube, ich war ein bisschen neidisch und egoistisch. Hä? Wo bin ich denn? Wieso liege ich im Dreck? Und was ist eigentlich hier passiert? Was mache ich denn hier so allein? Wollte ich nicht den Honig mit meinen Freunden essen? Ludmilla, und was ist mit mir? Oh, warte, geh mal ein Stück zurück. Wow, ich bin wieder ein Mensch. Sie Bella. Siehst du, wie schön sie zusammenspielen? Ja.
egal aus welchem Land man kommt oder wie unterschiedlich man ist, Freundschaft ist grenzenlos. Ich glaube, da hast du recht. Ja.